Zack. Tschüss. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Rampenschnitt überrennen kann. Oder nicht. Bin der Meinung nicht. Nee. Ja, natürlich. Warum waren hier auch keine Ratten, Mann? Überall im Hafen rennen Ratten umher. Nur jetzt gerade hier nicht, oder was? Gibt doch gar nicht. So. Jetzt mal gucken, ob da haben. Da haben wir noch einen Rambo-Verschnitt. Ja, man kann doch den ausweichen, indem man drüber springt, aber ja. Hm. Mein Ausweichkunst ist begrenzt hier, irgendwie im Spielgrad. So, da hinten hat man nochmal ein Dinges gesehen. Einmal ein Leben. Da haben wir die Ratten. So, lässt es schön sein, Minion. Hier kommen wir auch noch irgendwie anders hin. So, den Kosmos. Den hatten wir doch schon mal. Danke, dass du mich befreit hast. Hat mir Kosmos nicht schon mal gerettet? Ich bin der Meinung, ja. Oder. Hui. So. Ich weiß gar nicht, wie man die da aufkriegt. Ich bin der Meinung, man kriegt nachher noch was, um die hier zu öffnen. Entspann dich, Junge. Gibt hier nicht abschießen und so. Na, oh, scheiße, hat er mich doch noch getroffen. Ein Zehner. Ich höre hier ein Leben. Ich höre hier ein Leben. Zwinker, zwinker. Über mir. Oder links von mir. Da bestimmt. Ey. Ja, nö. Lol, wo ist denn das Leben hin? Hey, ich hab doch ein Leben gehört, Mann. So bescheuert bin ich doch nicht. Scheinbar schon. Hm. Alles klar. Na komm. Den Klitus. Uiuiui. Die sollten mal lieber vor mir auf der Hut sein. Spyro macht mir Angst, so langsam. Das hat sexuelle Anspielung. Ein Spiel. Erst Letev, was sich anhört wie Latex. Jetzt Klitos, was sich anhört wie Klitoris. Eieiei. Ja, zum Glück. Ja, unterschwellige Botschaften verleitet. Gibt Spyro jemanden. Unterschwellige Botschaften. Ah ja, ich verstehe schon. So. Ratte, du kommst mir nicht davon. Geht doch. Eiskalt und erschwellige Botschaften. Da ist noch ein Leben. Wow. Das war wirklich wieder knapp, zu knapp für mich. Ey. So. Sprung. Du Arsch. Du verdammter Arsch, Mann. Und die Musik ist wieder weg. Schade eigentlich. Ich weiß nicht warum. Ah, jetzt kommt sie wieder. War der Track wohl kurz aus? Reicht. Und tschüss. So, und von hier aus kommt man bestimmt da. Ja, genau. Ich höre ja trotzdem noch ein Dingens. So blöd bin ich nicht. Ist bestimmt hier um Eck oder so. Wow, 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 wow. Ja, war ja klar. War ja wieder klar. So, zack. Ach ja, schon klar. Wie ich das machen muss. So. Huh. Wieder runter. Und jetzt müssen wir, man hat ja da hinten die Kiste. Und hier hat man den Power Sprint, ne? Man kombiniere Power Sprint, du hast das Kiste. Oder plus Kiste ergibt Edelsteine. Das heißt, wir müssen da einfach nur gut durchkommen. Nein! Moment mal, kann ich da nicht drüber springen einfach? Ich glaube, das soll da einfach gehen. So, und hoppa. Hey, immer diese Ratten, ne? Aber trotzdem, Spyro macht mir Angst, Mann. Das hat sexuelle Anspielung. Na? Nee, nee, nee. Wop.
Scheiße. Nee. Bumm. Das wäre geil. Wenn das jetzt ein Bug gewesen wäre und ich wäre kaputt gegangen. Ich hätte mal drüben früher aufpassen sollen, ob nicht solche Namen da irgendwie vorkommen. Ey, Latex und Klitoris. Ich fasse es nicht. Eieiei. Ja, ja. Darum ist manche Jugend so versaut. Weil die so eine unterschwellige Botschaft mit reinkriegen. Durch ein Spiel. Boom. So, haben wir Hefte? Oh, ein bisschen mehr. Achso, links war ich schon. Oben drauf war ich auch schon. Ja, Ratten, ihr braucht keine Angst haben. Ihr werdet jetzt nicht massakriert. Da hoch. Hier kennen sie sich. In ihren Hintern. Ist mir egal, wie sie das anstellen. Auch wenn es nicht gar nicht geht. Zack. Nochmal 15 Edelsteinchen mehr. So. Und so. Alter, du Arsch. Lässt du schön sein. So. Habe ich den jetzt eingesammelt? Nee. Da. Und tschüss. Wow. Ganz ruhig, bis Spyro. Oh. Fick dich! Kiste müsste aber schon kaputt sein, ne? Ja. Gut. Ich hätte mal doch zurückgehen sollen und mir die Ratte holen. Na egal. Wie viel Leben habe ich eigentlich? Halt den Knopf. 7. Und. Wow! Genau. Gleich haben wir wieder 8 Leben. Und zack. Ey, Sparks. Sammel ein. Du hast immer noch einen Vertrag, ne? Also, mach was. Mach die nützlich. Zack. Und eingesammelt. Ey, ich war schon lange an den Schüssen vorbei, Mann. Uh, 15. Edelsteine, jawohl. Soll halt jetzt hier der Rest sein, oder was? Zweifle ich aber ganz stark. Obwohl, da sind 2 Zähne noch. Ich bin der Meinung, ich muss eh suchen. Na, komm. Ich hab nicht alle Edelsteine. Garantiert nicht. 9 Edelsteine. Ich fass es nicht. Super, war ich die jetzt schon wieder vergessen, ey. Kann doch nicht geben. Stimmt denn da irgend so ein scheiß verpissten Rand oder so? Nee. Hier irgendwo? Nö. Können die da oben? Ja, ich glaube, ich weiß so. Gehen wir noch mal hoch. Weg da. Dritt. Hier oben habe ich aber nichts vergessen, oder? Nö. Sieht nicht danach aus. Ich hoffe mal, dass es da nicht ist. Oh, drehen. Ich hätte damit jetzt ganz feste gerechnet, dass hier irgendwas drauf ist. Ne? Vielleicht andere Seite? Aber 9 Edelsteine. Ne, Quatsch. Doch, klar, 9 Edelsteine. Das ist, klingt so, als wenn ich... wieder irgend so ein... als wenn irgend so ein Spacko wieder seine Edelsteine irgendwo runterfallen lassen hat.
Das heißt, ich glaube, ich muss den ganzen Level normal spielen. Nö. Außer ich finde ihn noch. Das wäre nämlich... Das wird geil. Hier hinter? Nee, schade. Hier? Nee. Hops, hops. Da. Guck denn da hin, Mann. Da haben wir die neuen Edelsteine. Guck denn da hin. Keine. Ja, die Entwickler sind schon böse. Die sind echt böse. Wenn dann Edelsteine verstecken angeht. Natürlich soll das Spyro schwer gemacht werden, natürlich. Oh, scheiße. Ich versteh's nicht. Warum. Na egal. Warum geht die Kurbel mit einem Flammenwurf an einem Holzgriff? Normalerweise würde der Holzgriff einfach nur anfackeln. Oder anfangen zu fackeln. Und beim so einem Rammstoß sollte die eigentlich gehen, die Kurbel, durch den Druck. Aber naja, egal. Egal! 1,5 Stunden. Eieiei. So. Fast alle Edelsteine. Twilight habe. So. Jetzt den letzten Schluck noch trinken. Für die restlichen kurzen. Ui, das müsste jetzt auf jeden Fall die restlichen Edelsteine sein. Und? Komm. Eigentlich müssten jetzt die 200 sein und beim letzten müsste dann der Drache, der letzte Drache drin sein. Spiel speichern. Ich dachte, das wäre, ging das echt so reihenfolgemäßig auch. Auf die Tore. Ich dachte, der Grüne geht zuerst auf und dann der hier. Nasty Nork. Okay. Dann halt gehen wir halt zu Nasty Nork. Warum nicht? Schauen wir mal, was denn beim letzten Ding ist drin ist. Irgendwie halt Ende oder so. Muss ja. Nee. Schnauze ja. Ja, das Schlimme ist, ich muss ja auch noch die Edelsteine sammeln. Ich kann den nicht einfach so hinterher flitzen. Muss den noch ausweichen und bla bla bla. Klack, klack, klack. Tschüss. Ja, Nasty, du kommst ja gleich dran. Der Eierdieb werde ich mir auch gleich schnappen. Ich muss aber wirklich erstmal gucken hier. Wegen den Edelsteinen. So, klack, 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 klack. Erstmal sicherheitshalber im Kreis rennen. Nicht, dass ich da wieder was übersehe. So, zack. So, jetzt kann man dich schnappen. So, das Schlimme ist, dass der einen viel besseren Wendekreis hat als ich. Kriege ich jetzt noch einen Schluck auf oder was? Komm schon. Kurve schneiden. Jawohl. Ja. Feuer, du Nummer. Was scheiße. War der Schlüssel erst für die Tür. Ja. War er. So. Ja, ganz ruhig, du Schlüsseldieb, nenne ich ihn jetzt mal. Ist ja kein Eierdieb. Ich muss jetzt erstmal die ganzen Edelsteine hier einsammeln. Einen Drachen gibt's hier nicht, ne? Boah, aber ja gut, die letzten 500 Edelsteine. Ach, genau, hier ist ja Dingens. Nee, doch, oder? Nee, Nasty Nork rennt hier, glaube ich, nicht hier lang. So. Der hat ja nachher mehr oder weniger seine eigene Bahn. Oh, der geht aber auch ab. Ha, schön von der Seite gekillt. Gekriegt, besser gesagt. Ausgenockt. Der schläft nur. So. Jetzt, Nasty, bist du dran, ne? Das Laufen hört sich einfach nur so geil an. Ich mag das so. Pam, 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 pam. Naja, ich werde erstmal langsam hier die Dinge holen.
die Edelsteine. Und mir den ganzen, die Bahn nochmal anschauen. Weil ich bin der Meinung, man konnte die auch irgendwo mehr oder weniger schneiden. Ich glaube, hier konnte man die schneiden, indem man darüber springt. Er hat auch nur immer das gleiche Muster. Er rennt auch nur die gleiche Bahn lang. Und wenn man schnell genug ist, kriegt man ihn nachher. Und, aber ich, wie gesagt, gehe erstmal hier langsam lang. Und gucke, ob ich erstmal alle 500 Edelsteine hier kriege. Ich glaube aber, er schmeißt nachher auch noch Edelsteine ab. Bin ich zumindest der Meinung. Und kann daher nicht alle einsammeln. Kann natürlich auch der größte Müll sein. So. Oh. Ja, scheiße. Da war ich ja zu gierig. Ja, ja. So. Die schnappe ich jetzt. No! Ficken, Mann! Komm schon. Arsch. Ja, man hat hier auch keinen wirklichen Speicherpunkt. Leider. So, haben. So, den anderen sollte ich auch recht schnell kriegen. Da haben wir die Tür. So, die Edelsteine gehen uns jetzt erstmal nichts an. Ist das Gute, ja? So. Zack. Na, komm schon. So. Zack. So, jetzt müssen wir uns den holen. Dann rennt er zum neuen Bereich. Und ja. Ich glaube, wir müssten ihn mit Feuer treffen. Ja, scheiße. Ah, jetzt geht's nicht. Ja, ich kann jetzt hier noch dumm umher springen, aber geht nicht. Treffe ihn nicht. Also hier will ich definitiv öfters Game Over gehen. Zack. Aber immerhin kriege ich die Diebe jetzt schon bedeutend schneller. Ja, weil die Bahn ist nicht besonders einfach. Vor allem, weil man ja durchgehend sprinten muss. Und natürlich ist, wie man gesehen hat, Nasty Nog trotz seiner Voluminosität ja recht schnell. Beziehungsweise er ist ja auch bedeutend größer, ne? Und hat natürlich auch den größten Schritte. Und unser kleiner Spyro ist klein und kleine Schritte, obwohl er ja Allradantrieb hat, also vier Beine. Also mehr Vorschub als zwei. So. Man sieht ja, wie er abgeht. Nein. So. Ja, man muss auch mal Gas wegnehmen, sage ich jetzt mal. Also mal aufhören zu sprinten. Sonst wird's nix. Komm schon. Ey. Fick dich! Ja, wir können ihn nur bei Back auf. Uiuiui. Passagen bekommen. Weil er da dann langsamer wird. So. Komm schon. Hab dich gleich. So. Ach, du ahnst es nicht. Schon weg. Ich bin der Meinung, irgendwann gingen die nämlich weg, ja. Da musste man verdammt schnell sein. So. Beim dritten Mal, glaube ich, ne? Geschafft? Ja. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Ich hatte dich ganz vergessen. Was ist mit Nasty Gnog? Nasty Gnog? Ist gerostet. Und im Drachenreich herrscht jetzt wieder Ruhe und Ordnung? Ja, fast.
Ich muss noch einige Schätze finden. Was wirst du jetzt machen? Mir stehen alle Wege offen. Ja. Ich kann das jetzt nicht überspringen. Uns fehlt ja noch ein Drache und ein Maul. Ja, ich sag jetzt mal, bis gleich, wenn das Intro durch ist, werden wir uns den letzten Drachen holen, allen drum und dran. Und dann kommt meine Endwertung.